Schönen guten Abend zu So ein Tag. Wenn Sie diese Sendung noch nicht kennen, dann will ich Ihnen kurz die Idee dahinter erklären. Wir stehen mit zwei Kamerateams hier irgendwo im Sendegebiet, in dem Fall ist es heute Warnemünde, und versuchen jemanden zu finden, mit dem wir den ganzen Tag verbringen. Das Wetter ist ideal, also wir machen uns auf die Suche. Hallo. Ja, schön. Mensch, mit so einem kleinen Boot an so einem großen Boot. Ja. Sind das so tägliche Säuberungsarbeiten oder monatlich? Monatlich? Guten Tag. Können Sie uns mal erklären, wie oft man das machen muss an so einem Boot? Wieso lachen Sie denn so? Ja, warum soll ich nicht lachen? Ich freue mich, dass der NDR endlich mal wieder bei uns am Schiff ist. Sehen Sie? Was poolt man denn da ab? Was ist denn da, Algen? Sind da auch Muscheln dran, sowas? Seesterne? Nein, also sowas ist da nicht dran. Ein paar Algen sind da dran, ja. Aber Seesterne nicht, ne? Das ist ja ein ganz neues Schiff und da hat man nämlich die Wasserlinie verkehrt gemalt. Also, wie kommt denn sowas? Ja, hat man verkehrt berechnet und deshalb sind da jetzt ein paar Algen dran und deshalb machen wir das jetzt weg. Wie sieht denn Ihr Tag heute eigentlich aus? Ja, wie sieht unser Tag heute aus? Wir haben ja hier 10.15 Uhr dran geschrieben. Wir wollen ja nachher eine Stunde Hafenrundfahrt machen. Ein paar Gäste haben wir ja schon an Bord und dann werden wir mal sehen, ne, ob das klappt. Wir wollen ja mindestens so 2-3 Mal fahren, ne? Ja, nee. Die Sonne scheint, ich denke mal, das wird auch heute was. Na ja, dann drücke ich Ihnen mal die Daumen, wünsche noch einen schönen Tag. Ja, und grüße aber auch noch deren fleißigen Mitarbeiter. Ja, natürlich, ganz schön, ja. Wie lange brauchen Sie noch, bis Sie fertig sind? Viertelstunde. Viertelstunde. Na okay, fallen Sie mal nicht ins Wasser und tschüss. Entschuldigung, darf ich Sie mal was fragen? Um Gottes Willen, nein. Was tragen Sie denn da Interessantes? Das ist eine Lichtmaschine von unserem Fahrgastschiff Minhetzing. Die ist kaputt. Und die bringen Sie jetzt zur Reparatur? Die muss ersetzt werden, ja. Die Reparatur ist leider nicht so sehr viel möglich. Da geht sie hin, die Lichtmaschine. Wenn wir jetzt Ihren Tag begleiten würden mit den Kameras, was würden wir dann sehen? Ich bin am Telefon und sage den Gästen, wann die Hafenrundfahrten stattfinden, was wir Besonderes haben. Und dann werden Geburtstage, Jugendweihen, alles, was bei mir vorzubereiten ist, das wird bei mir im Büro abgesprochen. Es wäre doch schön, wenn wir mit den Kameras mal zeigen könnten, wie die Schiffe fit für die Sommersaison gemacht werden. Geht das? Nein. Zu spät. Also das musste jetzt alles schon in der Werft passieren, in der Zeit, in der relativ, also Urlaube-Armzeit, ne, damit man jetzt ordentlich gut Geld einnehmen kann, um die Maschinen zu bezahlen. Ja. Tschüss, schönen Tag noch. Danke auch. Hier in Warnemünde hat definitiv jeder was mit Wasser zu tun. Ich bin Schiffsführer. Schiffsführer. Und müssen Sie das Boot dann nur lenken oder müssen Sie auch sowas sagen wie so und hier links mit 150 ja, ja. Metern? Genau so muss man, ja. Was gehört denn zu Ihrem Text? Sagen Sie auch sowas wie, hier rechts wohnte die begehrteste Fischerin? So, ich nicht, sowas auch ich nicht. Und wie oft müssen Sie dann sozusagen diese Touren fahren? Das kommt drauf an, wie Leute da sind. Also feste Abfahrtzeiten gibt's ja nicht. Und wenn mindestens 10 zusammengekommen sind, fahren wir los. Und wenn nicht? Dann fahren wir nicht los. Und was machen Sie dann? Dann müssen die Leute erstmal wieder absteigen. Und dann setzen wir eine Runde aus und gucken, ob die nächste Runde besser wird. Wenn wir hier in Warnemünde niemanden finden, den wir begleiten können, dann kommen wir nochmal auf Sie zu. Ja, das ist gut. Tschüss. Hier wird überall sauber gemacht, wie Sie sehen. Die Fenster werden geputzt mit einem wahnsinnigen Elan. Und die Tische und Stühle werden sommerfest gemacht wahrscheinlich. Guten Tag. Guten Tag. Ja, Sie sind der örtliche Maler hier, sehe ich gerade. Ja, so ein bisschen hier, ne? Mit bunten Lack, da muss ja ein bisschen vernünftig gemacht werden hier alles, ne? Machen Sie das, weil das Ihr Beruf ist oder machen Sie das, weil das Ihr Café ist? Nein, das ist mein Kumpel, seine Gaststätte und ich bin Rentner und ich helfe ihm dabei ein bisschen, ne? Wie sieht denn Ihr restlicher Tag heute so aus? Was machen Sie denn, wenn Sie die Sachen hier gestrichen haben? Wenn ich gestrichen habe, dann hole ich den Fisch, Heringe, 100 Kilo, dann nehme ich die aus. Für die Küche hier, hier gibt es jeden Tag frischen Fisch. Gestern habe ich Dorsch geholt, einen Schorl, ganz frisch. Und die mache ich dann gleich fertig. Hier schneide ich auch Dorsch in und so. Ja, das ist mein Tag. Ich arbeite nicht jeden Tag hier, ne? Nur wenn ich mal gebraucht werde. Ne? Also Sie, wie lange müssen Sie denn hier noch streichen? Was glauben Sie? Na ja, nun bin ich hier fertig. Bis jetzt hier, da kommen die ersten Gäste her schon. Na, die können sich ja dann hier aber nicht draufsetzen. Nee. Ne? 11 Uhr, das höre ich jetzt auch gleich auf. Ne? Und dann fahre ich dann mit dem Ziehwagen drüber, so einen Gummiwagen. Dann holen wir da die Heringe drüben. Und dann gehe ich hinten am Hof und mache mir die Heringe sauber. Ne? Und haben Sie zwischendurch Zeit, uns ein bisschen was über Ihr Leben zu erzählen? Ja, ich bin hier geboren in Warnemünde, 1943, hier, wohne da oben. Und da oben wohne ich, auf diese Terrasse da oben. Oh, so eine schicke Terrasse auch noch. Ja, da frühstücken Sie da auch manchmal? Im Sommer. Habe ich da eben Blaumeise gehört? Heißen ja, Sie Blaumeise? Blaumeise, das ist die Spitzname Blaumeise, das ist die Oberblaumeise. Oh. Oh, Entschuldigung, ja. Wer sind Sie denn? Warum sagen Sie denn so frech Blaumeise? Das ist der Schlachter.
Na, kommen Sie mal her. Das ist auch alle waren im Müller, das ist früher Schlachter gewesen. Der ist auch Rentner. Danke. Jetzt machen wir nicht nur die Farbe von. Ja, oh, stimmt. Aber die hat ja so einen, in der Farbe ungefähr einen Mantel. Das wird nicht. Ach, nicht gut. Die war ganz nett. Ja, die war sehr nett. Der ist aber ganz schön frech, der Schlachter. Wie heißt der? Komm mal rüber hier. Komm her, Mann und Frau. Mann und Frau. Ich habe den Verdacht, dass sich hier jeder gegenseitig Blaumeise nennt. Der hat Sie ja Blaumeise gerufen, jetzt rufen Sie ihn ja Blaumeise. Oder habe ich irgendwas nicht begriffen? Das Schlagwort ist meist immer Ober. Ober hier und so. Wir sind da alle Wannemünder hier. Ne? Verraten Sie uns Ihren Namen? Ingo Raimund heiße ich. Ingo Raimund, Bettina Rust. Wir sind zwei Teams vom NDR. Und ja, wenn Sie uns das gestatten, ich weiß es ja nicht, ob wir Sie stören, aber nein. Dürfen wir Ihren Tag begleiten? Wohin jetzt? Wir heften uns an Ihre Fersen jetzt einfach. Jetzt gleich? Los, Ingo, komm mal aus dir raus. Oh. Hier, Ingo, komm mal aus dir raus, sagt ja, sie. Hat sie recht, Ingo? Ich komme schon aus mir raus. Super, das ist Ingo und wir verbringen heute den Tag in Warnemünde mit unserem Ingo. Ja, muss ich mir noch umziehen, oder? Inzwischen hat Ingo ein Ansteckmikrofon und ich habe einen Pinsel. Unser gemeinsames Tischestreichen habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Ingo kämpft erstmal mit den Tücken der Technik. Hallo? Heike? Um den Hering für nachher zu organisieren. Jetzt gerade, wo ich sie brauche, ist sie nicht da. Was ist hier los? Hallo? Oh Mann, du. Und gehen Sie jeden Tag Fisch essen? Nee, ne? Sie können wahrscheinlich auch an manchen Tagen Fisch nicht mehr sehen. Ich esse gerne Fisch. Und kochen Sie den auch selbst? Oder ich meine, hier gibt es ja so Junggeselle. Viele. Ich bin Junggeselle. Die Damen. Ne? Er ist Junggeselle. Ich bin so Junggeselle. Nicht die schlechteste Partie hier mit dem Haus direkt am Haus nicht, aber mein Meer, Ort, wenn man so will. Ja, ja. Am Hafen. Das ist schon schön. Ja, es geht schon. Ja. Diese Sendung wird Ihr Leben verändern, Ingo. Ehrlich? Sehen mein Sie Leben, mal zu. Mein Leben kann keiner mehr verändern. Was für eine Frau wäre denn ideal an Ihrer Seite? Sie brauchen doch bestimmt jemanden, der Sie auch mal so ein bisschen. Auf Vordermann bringt? Ja? Nein. Und ein bisschen ärgern darf oder muss die einfach folgsam? Muss die folgsam sein? Die muss nicht auf die Knie liegen. Hier? Ja, die muss nicht auf die Knie liegen, ne? Muss nicht auf die Knie liegen. Okay. Eine SMS haben Sie. Ja, das ist hier, dann bestimmt hier. Genau, laut SMS ist der Hering abholbereit. Vorher fährt Ingo aber noch zur Hals-Nasen-Ohren-Ärztin. Zum Glück nur eine Routineuntersuchung. So, das ist ein DDR-Fahrrad noch, hier seht ihr, ne? Den haben sie schon zweimal geklaut. Da drüben, ich war ein Hummerkopf bei meinem Kumpel da drüben, haben zwei Drinks genommen, Havana. Komm raus, Fahrrad weg. Ich schließe das ja auch nicht an. Ich habe so einen Benzel hier. Also, das habe ich auch nicht mehr angebenzelt. Also, so benzel ich das mal an. Ne? Mit was? Bestimmt mit dem Schifferknoten. Naja, komm mal los, mach's gut. Ich hau jetzt ab. Ich komme weg. Okay? Und weg ist er. Keine 20 Minuten später biegt er auch schon wieder um die Ecke. Das ging ja wirklich schnell. Hallo. Hallo, na? So, wie war's beim Arzt? Da sitzen hier welche Idioten. Ja, ich bin einfach abgehauen. Ich hab gesagt, die Schwester, ich komm morgen, übermorgen wieder. Was war ich da? Warst du voll da, oder? Na ja, da waren mindestens 5, 6 Leute von mir. Und da ging gar nichts los. Ja. Und extra für uns? Ja. Das ist aber nett, vielen Dank. Was machen wir jetzt? Gut, dass wir den Gummiwagen von mir, den Wagen. Den Gummiwagen. Dann fahren wir rüber über die Brücke, hinten rum, zu ihr da, hol die Kiste Hering. Zu Heringhänger. Ja, Heike. Heike. Ihr Telefon war kaputt, nicht meins. Aha. Ihr Telefon ist kaputt und so. Und dann habe ich mit ihr gesprochen. Also 30 Kilo bekomme ich. Gut, Gummiwagen, sollen wir helfen? Nö, dann bin ich allein. Ne? Jo, ich fahre das Fahrrad hier rein und dann müssen wir noch hier bei mir am Hof, okay? Jo. Zum Fischkauf mit dem König von Warnemünde. So kommt es einem jedenfalls vor. Mensch, so ein bunter Hund, Ingo. Sie kennt hier echt alle, ne? Ja, natürlich. Wie lernt man sich denn hier in Warnemünde so? Ich heiße Ingo und? Bettina. Bettina, Mensch, das ist ein guter Name. Ach so, sollen wir jetzt du sagen? Ja, natürlich sagen wir es du einfach mal ganz kurz. Gut, dann sagen wir du. Ja, warum immer sie? Das mache ich sowieso nicht so, ne? Auch wenn Professor kommt, sage ich auch du, ne? Ist egal, wer es will oder nicht, ne? Das sieht ja nach einer sehr alten Brücke aus. Gibt es da irgendwas drüber zu erfahren? Das war früher mal eine Drehbrücke. Die war früher zum Drehen, da ist ja noch das Rad da drüben, da vorne. Ja. Aber die haben sie kaputt gemacht. Die ist mal einer gegengefahren und dreht sie sich nicht mehr. Da ist mal so ein zu großes Schiff, oder wie? Naja, so eine weiße Flotte ist einmal einer gegengefahren. Der war wohl die Maschine nicht in Ordnung und da hat er wohl nicht mehr zum Halten gekriegt, also gegengeballert hier. Und seitdem, die dreht sie nicht mehr. Das ist der richtige Mann.
Hier, geht schon los. Ja. Geht schon los. Eike, Mensch, was ist los? Wieder gesund? Das ist der richtige Mann hier. Hallo, so, guten Tag. Wieder gesund? Ja, du warst so krank, ne? Alles wieder gut? Alles wieder gut? Vielleicht können Sie mir mal sagen, warum man den Ingo Blaumeise nennt. Oder sagt das, das wissen Sie nicht. Komm, weiter. Das wissen Sie nicht. Aber ist ein netter Kerl, oder? Ja, ja. Das ist er. Bekannt wie ein bunter Hund. Ja. Das sehen wir von früher, der Bruder. Ja, unglaublich. Ja, ja. Auf welche Zeit spielen die denn an? Na ja, von früher, da kann ich ja nicht so erzählen. Warst du... Nee. Nicht, dass ich hier irgendwo anders war. Nein. Ich war so ein bisschen früher, so ein kleiner... Rebell. Hau drauf. Hans Dampf in Eingang. So, Warnemünde gehörte mir so ungefähr. Warnemünde, so. Ich sag gar nichts. Doch. Nein, das ist doch interessant. Nein, ich sag nichts mehr. Halb Warnemünde gehörte dir? Ja, früher so. Ja, was steckt denn hinter dieser... Was steckt denn dahinter? Also, wie soll ich jetzt sagen? Gefürchtet will ich nicht sagen, aber so war es ein bisschen so. Du hattest schon deinen Stand hier. Natürlich hatte man so, einen Stand. Im Sinne von, die Leute hatten auch, oder Respekt. Haben wahrscheinlich immer noch Respekt. Oh, die Leute, ich tue ja auch keinen was. Die Leute reagieren doch alle sehr freundlich, wenn sie dich sehen. Natürlich. Ja, ich bin auch freundlich. Und du hast auch einen guten Humor. Ja, immer. Ja, das ist Heike. So. Oh, hier gibt es ja noch, guck mal. Das sind Schollen. Ich liebe ja Schollen. Super, ja? Oh, lecker. Da siehst du, dann mal gucken. Warte mal. Schöne, ne? Mhm. Und das sind ausgenommene Heringe schon, ne? Kükenfertige, sagt man dazu. Aha. Ne? Die macht Heike dann, oder ihr Mann oder ihr Sohn, die machen dann den Kükenfertig und verkaufen sie dann hier, ne? Und ihr Telefon ist kaputt, Heike, ja, ha? Telefon ist... Ja, jetzt geht's aber wieder. Kick mir mal. Was war denn damit los? Weiß ich nicht, es war auch kein Empfang hier. Oh, ich war da drüben, hab immer... Ne, wie oft ja, wir haben tausendmal haben angerufen. Das versucht. Oh. Notrufen möglich, ich weiß auch nicht. Oh ja, warte mal. Ja, das ist mir schön alles... Wollen die nicht oben reinkippen, die paar Dinger noch? Und wieder die leere oben rauf. Oha, Zugabe. Mann. Olaf, deine Frau wieder gutes Herz heute. Wie immer, Heike. Heike hat ein gutes Herz. Da kannst du noch ein paar Heringe mitnehmen, wenn du willst. Ja, gut. Ja. Als Fisch möchte ich nicht wiedergeboren werden. Aber als Schiff auch nicht, jedenfalls nicht, wenn ich Hanno Günther heiße. So nennt man doch sein Schiff nicht. Schiffe heißen doch Sunrise und Morgenduft. Guck mal, Ügermünde ist eine Stadt. Ja, aber Hanno Günther? Ja, ich weiß nicht, wieso Hanno Günther, das weiß ich auch nicht. Das ist von meinem Kumpel, dem gehört das alles. Heißt der Hanno Günther? Nein, der ist Olaf Püritz, heißt der, den das gehört alles. Aber der war schon DDR-Zeiten so, Hanno Günther. War das immer ein Schriffsteller, also Hanno Günther? Oh, wahrscheinlich ist der total bekannt. Oder irgendwie, was war das mal? Wo, denke ich, weiß das auch nicht genau. Was sind Ostsee-Schnäpel? Kennen wir nicht. Ach, Schnäbel, das ist Schnäbel, normalerweise ist das Hornfisch, ne? Hornfisch? Warte mal, Ostsee-Schnäbel? Also, da haben wir auch Heringe, Wellfilet, Seelachs, Lachsfilet, Dorschfilet, das ist klar, aber Ostseeschnäbel, was sind das? Das ist vielleicht eine Spezialität. Ich bin überfragt. Ich meine, ich bin ja auch bei der Fischerei früher gefahren, Ostseeschnäbel. Ich kenne nur Hornfisch. Ja. Okay, Schnäbel. Seehasen gibt es ja auch hier, ne? Na, wir lernen mal dazu. Wir gucken auf jeden Fall nachher im Buch nach, was Schnäbel sind und wer Hanno Günther ist. Ehrlich? Wozu warten? Ingo klärt die Dinge lieber gleich. Hallo? Ja, hallo Ingo, guten Tag. Hallo Christine. Sag mal, ich habe mal eine Frage. Der Name... Blogger. Der Name Hanno Günther. Bitte? Der Name Hanno Günther. Von was stammt der ab? Von was? Das ist ein Freiheitskämpfer gewesen. Ist nur 23 Jahre alt geworden und ist da erschossen worden. Oder weiß ich nicht, jemand hingerichtet worden. Aha. Ich wollte mal wissen, Ostseeschnäbel. Ich bin Warnemünder, ich weiß nicht, was Ostseeschnäbel. Weißt du das, was das ist? Ostsee-Schnäbel. Schnäpel. Ja, ist das nicht ein Vogel? Nein. Ein Vogel? Also ein Vogel ist das nicht. Falls Sie mal im Quizshow-Finale sitzen, Ostsee-Schnäpel kommen aus der Familie der Forellenfische. So. Jetzt fahren wir so rum und dann fahren wir da rein. Gut. Guck mal, die Tische scheinen trocken zu sein. Die haben ja vorgestern gemacht. Die habe ich aber auch super gestrichen. Da habe ich aber heute noch mal hinterher gestrichen. Ja. Na ja, sehr gut. Die ausgehen, auch dahin stellen erstmal. Die nehmen sie immer mit. Gehst du alleine? Geht? Ja. Ja, gut, ich komme gleich.